Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für unseren Blog Ich brenne für meinen Job. Wir haben heute Eugenia Schumann zu uns eingeladen, um sie und ihr Unternehmen kennenzulernen. Wie kommt eine junge Frau auf die Idee, morgens aufzustehen und zu sagen, ich gründe heute ein Unternehmen? Und was genau macht das ESZ Energieservicezentrum eigentlich? All das erfährst du hier in diesem Podcast. Das Unternehmen Energieservicezentrum fungiert als Bindeglied zwischen Kunden und Energiedienstleistern. Als Beispiel, ist jetzt ein bisschen kurios, aber es kommt denen sehr nah, ein Einkaufscenter, wie bei uns in Magdeburg zum Beispiel das Allee-Center, wo der Kunde alles bekommen kann, von Lebensmittel über Elektronik, über Kleidung. So ähnlich ist das bei uns auch. Der Kunde, der im Energiesektor etwas benötigt, kommt zu uns. Und wir können ihm viele Bereiche anbieten. Ganz klassisch von Strom und Gas über Photovoltaik bis hin zu Förderungen. Ja, der Anlass ist eine ganz witzige Story. Ich bin ja gelernte Hotelfachfrau und bin 2013 nach Berlin gezogen und hatte dann recht kurzfristig oder kurz danach bin ich mit dem Thema Strom und Gas in Berührung gekommen. Und ich kannte das bis dato selber, wie ich jedes Jahr von den Stadtwerken meine Abrechnung bekommen habe, jedes Jahr ein Fragezeichen hatte, weil ich nachzahlen musste. Und darauf das Jahr war das gleiche in grün. Und in Berlin, als ich dann mit dem Thema in Berührung gekommen bin, habe ich dann zu erfahren bekommen, dass wir in Deutschland um die 1000 Stromanbieter und um die 900 Gasanbieter haben. Was mich total fasziniert hat, weil ich bis dato nur die Stadtwerke kannte. Und dann auch zu lesen oder ich gelernt bekommen habe, wie man Rechnungen liest. Und das war so der Punkt, als ich dann angefangen habe, weil ich ja wie gesagt aus der Gastronomie-Hotellerie komme, 2016 Gastronomen in Magdeburg tariflich zu optimieren. Und dadurch habe ich dann das Potenzial in Magdeburg erkannt. Habe mich sehr kurzfristig dafür entschieden, wieder zurückzukommen nach Magdeburg, um dann einfach gerade den Gastronomen unter die Arme zu greifen, ja, Kosten einzusparen. Ich denke, was ich ganz gut schaffe, ist, die Menschen runterzuholen. Ja, also einfach von diesem ganzen Alltagsstress runterzuholen, egal ob es jetzt die Privatperson ist oder eben auch Geschäftsführer, Bürgermeister. Ja, es fängt halt an, wenn wir Kundentermine haben. Ich merke, oftmals sind die Kunden dann sehr abgehetzt, weil sie von einem zum anderen Termin rennen und ich dann wirklich sage, wir schnaufen jetzt mal gemeinsam durch. Ja, bei mir gibt es keinen Stress. Wir wollen die Energie positiv nutzen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den ich dem Kunden bieten kann. Ja, und natürlich auch mein Know-how, was ich dann mitbringe. Also was natürlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmens ist oder auch von mir, dass wir die Kunden immer als Individuum betrachten. Ja, viele sind ja leider so abgehetzt und geben dem Kunden das Gefühl, einfach nur eine Nummer zu sein. Und ich kenne das eben selber von mir. Ich bin halt ein sehr gebrandmarktes Kind, was Versicherungen angeht. Und ich habe das Negative eben auch durchleben müssen. Und das ist natürlich der Vorteil. Ich kann mich wahnsinnig gut dadurch in meine Kunden hineinversetzen. Und mir ist es einfach wichtig, wirklich dem Kunden das Gefühl zu vermitteln, lieber Kunde, egal wer vor mir sitzt, ob jetzt die Privatperson oder der Bürgermeister, ihr werdet individuell betrachtet. Und als zweiter Aspekt ist eben auch wichtig zu sagen, dass wir natürlich auch alles transparent darstellen. Weil viele Kunden haben einfach gar keine Ahnung, was gibt es im Energiesektor, wie kann ich das alles miteinander kombinieren, realisieren. Die verstehen nur Fachchinesisch. Und ich habe es mir einfach zur Aufgabe gemacht, das ins Deutsche zu übersetzen, alles transparent darzulegen und dem Kunden aufzuzeigen, pass auf, lieber Kunde, das sind die Nachteile, aber das sind vor allen Dingen deine Vorteile. Ja, und das dem Kunden dann so transparent darzustellen, dass der Kunde sagen kann, ah, jetzt habe ich es verstanden, es hat Klick gemacht und jetzt entscheide ich mich. Definitiv erstmal wirklich innezuhalten,
mal tief in sich hineinzuhorchen, was oftmals wissen ja Menschen, was sie nicht wollen. Aber sie tun sich dann sehr schwer damit, das umzuprogrammieren und zu sagen, wenn ich das nicht will, dann will ich das. Ja, da wirklich mal auch liebevoll zu sich selber zu sein und zu sagen, ich halte jetzt mal inne, ich überlege jetzt mal, was möchte ich nicht, was möchte ich, und dann einfach zu machen, nicht wirklich groß drüber nachzudenken, weil je mehr man drüber nachdenkt, desto größer wird die Hemmschwelle und desto größer wird vor allen Dingen die Angst, die in einem aufkommt. Ja, und als ich damals über Nacht meine Firma gegründet habe, ich hatte komischerweise in keinster Weise Angst, weil ich einfach gesagt habe, okay, wenn es wirklich dahin kommen sollte, dass ich scheitere, ja, dann fange ich halt einen anderen Weg an einzuschlagen. Ja, aber ich kann es ja nicht wissen, wenn ich es nicht probiere. Und mein Mut, einfach mal über Nacht etwas zu starten, zeigt mir, dass ich jetzt 3,5 Jahre schon mit dem Unternehmen am Markt bin. Und ich habe einfach nicht wirklich groß nachgedacht, sondern ich bin ins Handeln übergegangen. Für mich persönlich sehr positiv, einfach weil ich mich auch dazu entschieden habe, mich von dem ganzen Negativen abzuwenden. Natürlich gibt es immer mal negative Situationen, denen man jetzt nicht ausweichen kann, aber auch da gibt es ein Erfolgsgeheimnis, und zwar ist das die Akzeptanz und Annahme. Wenn man sich sagt, okay, es gibt immer mal Widerstände, ja, aber es sind keine Widerstände, die man nicht lösen kann. Und ich habe mir einfach gesagt, ich möchte im Großen und Ganzen nichts Negatives mehr in meinem Leben haben. Und ich sehe auch die Corona-Krise in Anführungsstrichen nicht als negativ. Ich selber habe mich dazu entschieden, das als Chance zu nutzen. Und zwar die Chance zu ergreifen, mich einfach mal intern auf meine gesamten Prozesse zu konzentrieren. Ich hatte vor der Corona-Zeit gar nicht die Möglichkeit dafür gehabt. Und die nutze ich jetzt aktiv und natürlich auch, um einfach mal mich selber aufzuräumen. Ja, meine Gesundheit auf Vordermann zu bringen, aber auch meine mentale Situation. Wir wissen alle, jeder Mensch hat irgendwo Baustellen, die man beheben sollte, um weiter voranzukommen. Und ich habe die Corona-Krise bisher positiv genutzt, um Widerstände aus dem Weg zu räumen.